Ganz kurz, bevor das Video dann schlussendlich losgeht, es ist leider ein kleiner Tonfehler aufgetreten. Meine Stimme klingt ganz lustig und der Ton ist leider teilweise ein bisschen abgehackt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran und jetzt geht's auch schon los mit dem Intro. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, zwischen der letzten und der heutigen Folge habe ich unsere ganzen Sachen von der Base hierher transferiert. Hier haben wir unsere Kisten, hier haben wir unsere kleine Produktionskette mit dem Alloy-Smelter auch. Und ja, heute möchte ich mich mal mit Magical Crops beschäftigen. Und ich würde hier gerne da diesen See ein bisschen austrocknen. Also ich würde den gerne zubauen. Und dann hier so einen kleinen Garten anlegen. Und den Garten werde ich aber aus normalem Dirt machen. Nicht, dass dieser, keine Ahnung, Loamy Dirt heißt es auf Englisch, wie es auf Deutsch heißt, weiß ich nicht genau. Aber ich würde es halt gerne aus normaler Erde machen. Deswegen holen wir uns jetzt mal schnell von da drüben ein bisschen normale Erde. Haben eh nicht weit zu laufen, ist nur ein kleines Stückchen. Zack, zack. So. Da sind wir auch schon angekommen. Da haben wir ein bisschen normale Erde. Die holen wir uns mal ganz schnell. Ja, und Magical Crops, was ist das überhaupt? Also prinzipiell kann man dann Erze anpflanzen, wenn man so nimmt. Also man hat dann so Pflanzen, aus denen kommen dann Essenzen raus. Zum Beispiel kann man eine Diamantenpflanze machen und da kommt dann eine Diamantenessenz raus. Aus 9 Diamantenessenzen kriegt man dann einen Diamanten raus. Und das ist halt schon ganz schön cool. Und nachdem wir hier in der Nähe keine Wüste haben, brauchen wir grünen Farbstoff, um den normalen Alloy-Smelter herzustellen. Was mein nächstes Projekt ist. Also was mein derzeitiges Projekt gerade ist. Und es gibt eben auch so Essenzen, mit denen man Farbstoffe herstellen kann. Und diese Pflanze würde ich jetzt am Anfang ganz gerne machen. Aber zunächst brauchen wir mal so einen kleinen Bereich, wo wir die Pflanzen überhaupt anbauen können. Und da hätte ich mir jetzt eben so einen kleinen Garten angelegt. Ich habe schon die Tür nach draußen gebaut und hier soll dann dieser kleine Garten sein. So, aber zunächst müssen wir eben diesen See mal austrocknen, sage ich mal. Okay, da ist der Kugelfisch gerade drinnen. Stirb. Oh shit, ist mich vergiftet. Danke. Überlebe ich's? Vergiftung tötet einen ja nicht, oder? Ja, gut. Na gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Müssen wir gleich nachher noch was essen, damit. Upsie. Damit wir wieder regenerieren. Aber Essen ist eben auch so eine Sache. Und da können wir das dann gleich nutzen, um auch eben ein bisschen Essen anzubauen. Müsste doch irgendwo noch einen Wassereimer haben, oder? Ich muss mal kurz reinschauen. Habe ich da noch irgendwo einen Wassereimer? Nein. Da oben auch nicht drin. Okay, Diamant habe ich noch. Sehr gut, weil den brauchen wir jetzt dann gleich. Hier habe ich leider auch keinen Eimer mehr drinnen. Und aber hier habe ich noch viel Eisen und werden uns einfach schnell einen craften. Zack. Jawohl. Und ich würde sagen, wir lassen uns da trotzdem so eine kleine unendliche Wasserquelle übrig. Damit wir dann nachher das Ganze bewässern können. Weil Felder müssen ja bewässert werden, damit sie nicht kaputt werden. Und okay, und jetzt ist er uns dort ausgegangen. Egal. Also nicht egal, wir müssen uns noch ein bisschen was holen. Aber das haben wir ja gleich. So, ich pflücke mir mal da so ein paar Beeren ab. Das sind ja Gott sei Dank ziemlich viele. So, zack, zack. Und ich habe dann zwischen den Folgen habe ich ein bisschen rumgeschmökert, was dann da noch so gibt und so. Und da habe ich ein bisschen was gefunden und da gibt es auch einen coolen Backpack, der nicht ganz so viel Leder kostet wie der andere, den wir gerade, also den wir uns letztes Mal gemacht haben. Und ich glaube, der ist auch ein bisschen cooler, aber das schauen wir einfach noch.
Das wird dann auch so eins der nächsten Projekte sein, auf jeden Fall. Aber da muss ich noch schauen. Wie schnell geht denn der Hunger jetzt wieder runter? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, so ein paar Beeren können wir uns auf jeden Fall auch anpflanzen im Garten, würde ich sagen. Oh, die Pfau schauen so cool aus, wenn die so einen Rad schlagen. Die weißen vor allem. Die schauen so majestätisch aus irgendwie. So, schnell mal ein bisschen Dirt wieder gefarmt. Ist eigentlich traurig, dass man Dirt farmen muss. Aber so ist es. Cool, meins. Bauen wir da so ein bisschen ab. So viel halt geht, weil dann gehen wir eh schon wieder der Loam mit Dirt. Und den brauchen wir nicht, weil ich finde den nicht so schön und außerdem weiß ich nicht, ob wir überhaupt auf dem was anpflanzen können. Deswegen nehmen wir mal den normalen Dirt mit. Schauen wir mal, wie viel haben wir? 44. Ich nehme das mal schnell daher. Was ist denn das? Reed, okay. Keine Ahnung, ob wir das für irgendwas brauchen, aber ich glaube jetzt mal eher nicht. Ich glaube, das ist wieder so eher so ein Deko-Block, also Deko-Pflanze. Wobei, so Plenty ist meistens alles eher auf Deko gemacht, nicht auf Nutzen. So, schnell was essen. Und wir wieder ein bisschen regenerieren. Oh, dann haben wir auch ein bisschen Clay, den können wir auch mitnehmen. Wenn wir sich irgendwann wieder brauchen. Das ist natürlich nice. So, ein Stack haben wir schon. Geht ja Gott sei Dank eh ganz schnell. So. So, zack, zack. Schnell wieder zurückgelaufen. So, nochmal schnell die letzten Bären gefuttert. Können wir ja am Weg mitnehmen, alles. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was für die nächste Zeit. Gut. So, dann bauen wir nochmal schnell den Rest zu mit dort. Dann legen wir unser erstes kleines Feld an. Also hier haben wir mal den Weg. Also hier wird dann so ein kleiner Weg mit Holz kommen. Und dann haben wir hier das erste Feld direkt schon. Und hier setzen wir dann Wasser rein. Und rundherum holen wir das Ganze mal aus. Jawohl. So. Und jetzt kommen wir zu Magical Crops. Genau. Und zwar, das Basic ist, wir brauchen mal einen Infusion Stone. Und den macht man wie folgt. Nämlich einen Diamanten umrundet mit lauter Minzio-Essenz. Gut. Und dieser, wie verwandelt er uns jetzt? Der kann jetzt die Essenzen auf jeden Fall upgraden, soweit ich weiß. Aber wie, frage ich mich. Ich weiß nicht genau wie. Der macht Minzio in Accio-Essenz. Ja. So. Schauen wir mal kurz. Dann muss ich das einfach umrahmen? Nein. Jetzt auch nicht. Vielleicht so? Nein, auch nicht. Ich weiß im Moment gerade nicht genau, wie man das macht. Warum? Infusion. Genau, und den nächsten macht man eben schon mit Aktio-Essenzen. Aber ich weiß nicht, wie wir das herauskriegen. Also, wie kriege ich die Aktio-Essenz? Ich mache ja auch, also man craftet dann diverse Essenzen damit, aber diverse Seeds, aber ich wüsste eben gern, wie ich diese Aktio-Essenzen mache. Das ist nämlich irgendwie seltsam. Muss ich da einfach, muss ich die vielleicht draufziehen? Nein. Nein, auch nicht.
Weil Rechtsklick kann ich auch nicht machen, also in Inventar öffnet sich nicht. Vielleicht muss ich die am Boden werfen. Gemeinsam. Nein, auch nicht. Okay. Vielleicht kann ich die Minitür-Essenzen irgendwie zusammencraften. Nein, kann ich auch nicht. Kann ich den Minitür-Block eigentlich machen? Nein, auch nicht. Also irgendwie ist das seltsam. Da muss ich mich nochmal irgendwie schlau machen. Aber es gibt auch irgendwie kein richtiges Wiki dafür. Vielleicht muss ich ein bisschen was updaten. Vielleicht ist das in der, ist nämlich noch in der Alpha-Phase das Ganze. Vielleicht haben sie das in der Version noch nicht integriert. Dann muss ich mich noch schlau machen. Jetzt gehen wir nochmal kurz schlafen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war es auch schon für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Aber nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.